Boah, Epilepsie. Jo, willkommen zu einem neuen Zelda-Hack. Den, ich sag schon von Anfang an, ich direkt alles am Stück aufnehme, also innerhalb weniger Tage. Ist das eine neue Geschichte? Das ist halt irgendein Hack, den ich habe jetzt schon seit einigen Monaten auf dem PC. Ich weiß, ob das eine neue Geschichte ist. Irgendwas mit Ganondorf, den wurde besiegt. Er sollte eine Seele für alle Ewigkeit werden. Unglücklicherweise hat es nicht lange gedauert. Ja, Chaos, wir kennen's ja. Zelda. So. My name is Jazzy. Also wie gesagt, der Hack wird komplett am Stück aufgenommen. So für Zeiten, wenn ich gerade keine Zeit habe, neu aufzunehmen und sowas. Jazzy, bitte. Bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Ich werde... Moment. Festgehalten im geheimen Versteck im Wald. Ganon hat die Kontrolle. Moment. Hat die Kontrolle der Vergangenheit eingenommen und versucht nun die Gedanken von allen zu ändern. Ey Junge, ich muss gehen. Ich bin bald zurück. Werd nicht übermütig. Ciao. So. Safe funktioniert, okay. Okay, das geht auch alles. Wollen wir doch mal schauen. Wir haben hier einen... Ja. Einen komplett neuen Hack mit komplett neuer Weltkarte und... Was? Moment. Was? Ja, ich bin im Wasser. Ist schon erster Fehler. Okay, da unten muss ich hin. Dann wollen wir doch mal. So. Nein. So, hier das. Bin ich mal gespannt, was dieser Hack denn auf mich mir zu bieten hat und so. Gates of Darkness, okay, da kann ich... Gut, der Hack hat auf jeden Fall schon mal eine Menge Grafikfehler. Kollisionsabfragen zu bieten, ja. Hier ist eine Höhle, gehen wir mal rein. Er ist komplett blind natürlich. Okay, hier kann ich nicht weiter. Denn dieses Monster würde mich... Was? Was? Zum... Hallo? Laden? So geht meine Ladentaste nicht mehr. Safe State Laden, danke. Ich mache mir gerade wieder ernsthaft Gedanken, ob ich das wirklich Let's Playen soll. Als allererstes, seid live dabei. Saves. Load. Woanders hin. Und save. Können ja auch direkt mal woanders hin tun. So, sind safe. Play, load, gut. Weil irgendwie meine alte Load-Taste funktioniert nicht mehr. Ich guck mir mal noch ein bisschen an. Ich sag jetzt noch nicht fest, dass das ein Let's Play wird. Schaut euch erstmal an, obwohl ihr seht es dann wahrscheinlich im Titel, ob da, wenn da Let's Play oder Let's Show steht. An sich sieht es ja schon ganz interessant aus. So eine ganz eigene Weltkarte und so. Die irgendwie nicht ganz stimmt und so. Und Brücken, die sich Grafik-Glitches leisten. Naja, das ist gefährlich alleine draußen. Ich sollte nach Hause gehen. Aber wieso? Eine Prinzessin hat gerade meine Hilfe ge... Ja, eigentlich wollte ich es lesen. Aber scheiß drauf. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen großen Garten. Was ist dein Vater? Hab ich nicht gesehen. Hast schon mal in der Taverne geguckt? Vielleicht ist er am Saufen. Ich habe auch so eine Schnapsnase als Vater anscheinend. Okay, mir ist da noch was aufgefallen. Und zwar... Speed-Taste. Tun wir mal woanders hin. Die war auf demselben Knopf wie die Save-Taste. Jeder sagt, dass... Ja, der King, der König ist nicht derselbe wie früher. Echt für ihn. So, oh, das sieht ja schön aus mit der Treppe. Auch nur schräg hoch, okay. So. Gehen wir da rein. Okay, hier können wir nichts machen. So, geht schneller wieder nach draußen. Ah gut, da brauche ich einen Hammer. Oh, cool. Yay, ich habe eine Statue. Da kann ich auch nicht weiter. Da kann ich auch nicht weiter. Hier? Da
Der hat sogar einen Briefkasten. Ja. Die Musik wird schon mal was Gutes verheißen. Da sind keine Truhen. Moment, ich möchte jetzt mal schauen, was oben ist, bevor ich da runterspringe. Das war gut, dass ich nicht da unten hergegangen bin. Denn dann hätten mich die Wachen wahrscheinlich fertig gemacht. Ich werde knallrot, wenn ich versuche, eine Vase aufzuheben. Hier ist sonst nichts, nur ein Durchgang. Hey, was ist los? Hey, ihr seht mich nicht, ja? Verdammt, hier kann ich nicht weiter. Ihr seht mich nicht hier. Wow. Geh weg. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Wo bin ich? Tot bin ich. Yeah! Moment, wieso bin ich jetzt unten hergegangen? Ich möchte oben her. Aber man konnte da anscheinend weiter. Schön mit selber Musik. Nee. Hier ist nichts. Papa, wo bist du? So, an dem vorbei. Verdammt. Der macht komische Geräusche, wenn er mich angreift. So. Safe. Ah, gut, wenn ich... Komm ich irgendwo durch? So. Ja, perfekt. Ja, hier ist nichts, außer wahrscheinlich ein paar Herzen. Nicht mal ein Herz gibt's hier. Sauerei. Gehen wir mal hier hoch. Da könnte man voll denken, ja, hier ist eine Truhe, aber nö, leck mich doch. Nichts. Hier ist hier unten noch ein Durchgang. Ja, hier geht's raus. Cool. Wohin? Irgendwo eine verbackte Welt wieder? Ich bin im Wald. Moment, muss ich nicht in den Wald? Moment, ich möchte schauen, was hier links ist. Ja, da brauche ich Schlüssel. Okay. Wir gähnen im Wald. So, wir gehen in den Wald, in dem es regnet. Wieso regnet es im Wald? Das geht doch sonst auch nie. Ja gut, das ist im Wald regnet ist eigentlich nichts Besonderes, aber... Normalerweise ist der Wald total neblig und so. Hier regnet es nicht. Beschiss. Ja, okay, da kann ich nicht lang. Da oben kann ich auch nicht lang. Habe ich gerade gesehen, dass ich den immer brauche. Da kann ich auch nicht lang, da kann ich auch schön. Ja, es gibt so ziemlich eigentlich nur einen Weg. Ich spiele jetzt mit einem Analogstick. Mit einem Analogstick. Denn ich sticke mir den Stick in den Analogstick. Ich gehe zwar hier rein. Unheilvolle Musik. Oh, hi. Es sind so viele von ihnen. Gimsi, Leo, ich konnte sie nicht retten. Hör zu, es ist mir sicher. Lass mich alleine, nimm das Schwert und das Schild. Das ist mein letztes Geschenk. Ich kann nicht sterben. Ja, hier. Ciao, tschüss. Oh, cool. Oh, cooler Schild. Das Kokiri-Symbol sein? Das ist cool. Das finde ich geil. Kann ich da runter? Ja, kann ich. Ganondorf? Das wäre auch zu schön. Wow. Ah, jetzt kann ich Gegner töten. Ich kann... Das sieht viel aus. Gegner töten. Ich kann auch die Wibble-Attacke. So, gehen wir jetzt weiter. Na gut, bis auf den ersten paar Grafik-Bugs und kleinen Fehlern am Anfang ist es ja noch ganz in Ordnung. Und tschüss. Oh, große Truhe, aber ich habe keinen Schlüssel. Also bringt sie mir nichts. Das war super. Menü habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Pendants, 3 Stück. Unten sieht das auch ziemlich lang aus. Ja, mal sehen, was uns hier alles erwartet. So, hier nochmal, jetzt. Was tue ich da? Bin ich so doof, hier den Weg entlang zu laufen? So, tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, ich kann die wahrscheinlich nicht öffnen, denn... ich kann nicht mal damit interagieren.
Schön, die Truhe will nicht mal mit mir reden. Blöde Truhe, ich mag dich nicht mehr. So, euch hau ich einfach weg. Zack, tot. Shit, Sackgass. Haha. Hallo da. Weg. Geizig bis zum geht nicht mehr. Alle hier. Dup, 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 dup. Du standst gerade auf dem. Wow, wow, wow. Zaun hier. Och, geil. Vielleicht zwei von euch. Ui, 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 ui. So, Moment, wir machen es anders. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Ah, gut, die brauchen doch nicht so lange zum Sterben. Du weg. Was? Wo? So kommt da noch einer. Hä, wieso lebt er so lange? Ich speichere erstmal. Jetzt kommt aber nicht noch einer. Das ist nur ein normaler Ritter. Okay, Herz, 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 Herz. Geh weg, das ist mein Herz. Geh von meinem Herz weg. Danke. Okay, und weg. Jawohl, Doppeltreffer. Darauf habe ich abgezielt. Hallo, Zelda. Lass mich doch... Nein! Danke, Jesse. Ich hatte das Gefühl, dass du in der Nähe warst. Hör zu. Der Magier versucht, die... Nee, der Magier kontrolliert mit Magie alle Soldaten im Schloss. Was ist im Schloss? Was ist mit dem Schloss? Ich fürchte das Schlimmste für meinen Vater. Der Magier ist ein unmenschlicher Dämon mit starken magischen Kräften. Hast du verstanden? Nö. Nein, verdammt! Ja, natürlich habe ich verstanden. Okay, lass uns hier rausgehen, bevor der Magier es bemerkt. Du hast dich gerade in mich teleportiert. Da kann ich nicht lang. Gut. Speichern wir mal. Gab es eigentlich noch einen zweiten Weg irgendwo? Oder muss ich einfach den ganzen Weg nochmal rauslaufen? Einfach denselben. Also komplett Backtracking hier und so. Oder rechts ist was. Du könntest mir wenigstens die eine dicke Truhe da hinten öffnen. Da könnten wir ein paar Sachen mitnehmen und so. Weißt du? Hätten wir beide was davon. Du lernst Schlösser knacken, ich bekomme Items. Ein fairer Handel, oder? Na, komm, öffnest du sie mir? Nö, natürlich nicht. Du bist echt eine geizige Prinzessin, weißt du das? Ich mal so ein paar Sachen hier aus deinem Schloss und so willst du mir genehmigen. Wow, das war gerade knapp. Oh, mit Analogstick! Spielt es sich ganz gut, wollte ich... Ja, tot. Scheiß auf Analogstick, ich spiele wieder mit Digipad. Scheiß auf Digipad, ich spiele wieder mit Analogstick. Kämpfe an den Anfang des Raumes und Saves jetzt setzen. So, hier, tschüss. Dann schaffe ich das auch. Hallo. Ich bin der mächtige Jesse666. Ich habe so viele Zelda... Exge... Moment mal, wie komme ich hier raus? What? Zelda? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Hier ging's nicht raus, hier ging's nur rein. Komm, Digipad. Auf solche engen Passagen Digipad ansonsten mit dem Analogstick. Oh, Mann! Wohl, Moment mal, wenn ich hier runterfalle, lande ich doch eh wieder vorne an der Tür, oder nicht? Was zum... Das sah merkwürdig aus. Das Spiel hat viel zu viele Grafik. Fucks. Yay, Zelda... Ich glaube, Zelda war gerade auf meinem Kopf. Oder jedenfalls sah das so aus. Sah jedenfalls sehr komisch aus. Was? Wo bist du gerade runtergefallen?
Yay, sie können in den Boden fallen. Ey, das ist Skill. Ja, aber... wo lang? Es gibt irgendwie keinen Weg und so. Ja, in den Boden fallende Gegner sind toll. Oder habe ich auch dem Knast den Weg übersehen? Yay. Bin ich jetzt blind oder was? Och, jetzt krieg ich den einen dummen Ritter nicht tot. Ich glaub's ja wohl nicht. So, erstmal richtig hinstellen. Komm mal her, Kollege. Wenigstens ein Herz mir geben können. So, schauen wir nochmal. Also hier war nirgendwo ein Weg. Da, Moment, ich habe die Idee. Geht du erstmal. Oh, ne. So, lauf mir in die Klinge und stirb. So. Ich habe eine Idee. Ich versuche mal, das Ding da hinten mit einer Vase zu treffen. So, nehmen wir schnell eine Vase, bevor die da unten noch ankommen. Und schmeiß. Ja. Ah, geh rein. Was? Wieso gehst du da nicht rein? Du Idiot. Ist die Tür nur Deko oder was? Hm? Was ist nun ab? So, Moment. Machen wir erstmal den hier fertig. Machen wir ihn fertig, nicht lassen wir uns fertig machen. Ja, er hat mich so ganz gerade noch erwischt. Ach Mann. Im Zweikämpfen ist doof. So, geh mal weg. Gehst nochmal weg. So, du musst jetzt. Ja. Ja, der ist auch weg. Ja, was? Ach, wenigstens ist das Piep jetzt vorbei. Moment, sieht. Was ist das denn? Ach, wo der war, ich frag's nicht. Hi. In einem ziemlich verbuggten Raum. Ich hätte nie gedacht, dass ein Junge wie du mir solchen Ärger machen kannst. Es ist unglaublich, dass du mein alter Ego-Organum besiegt hast. Zweimal. Ich hätte nie die Power des Triforce geben. Bla. Mach ich überhaupt Schaden? Ich spring einfach ins Loch. Ich kann da gar nicht. Ja. Jo Leute, das war's mit Zelda Gates of Darkness. Irgendwie. Was? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt kann ich da plötzlich hin, oder was? Töte mich. Ja, das war's mit. Gates of Darkness war ein schönes Let's Show. Ja, save and quit. Raus hier. Wieso habe ich einfach nur alle guten Zelda-Hacks schon gespielt? Ach, bis zum nächsten Mal. Ciao.